rein, das Wetter zieht sich zu. Ich hoffe mal, dass jetzt nicht noch Regen kommt. Habe ich nun gar keinen Bock drauf. Ja. Auch eine schöne Tour mit dem Motorrad hier. Ja, haben wir es gleich geschafft. Jetzt laufe ich hier die Treppen hoch. Verdammt, ich hatte eben im Fotomodus. Quäle mich hier die ganze Zeit ab. Jetzt bin ich hier wieder im Videomodus. Da sind schon ein paar Stufen, die man hier laufen muss. Von da komme ich. Und da will ich hin. Hier an Treppen läuft, Wahnsinn. So. Okay, angekommen. Schauen wir uns den Tempel noch mal an. Ich bin noch mal hier. Ich wollte jetzt auch noch mal reingehen in den Tempel. Es wird auch schön. Von der Sonne angestrahlt. Ah, sieht das schön aus. Ne? So ein Goldtempel. Ah, schick. So, jetzt werden wir mal reingehen. So Leute, ganz wichtig ist, solltet ihr auch immer machen, habt Socken mit. So, jetzt gehen wir da rein. Seht ihr? Also immer mit Socken, kann ich euch jedenfalls nur einen Tipp geben. Hier geht das vielleicht noch, wenn ihr in Bangkok seid, da rennen ja tausende Leute mit. Ohne Schuhe. Deswegen gehen wir jetzt hier in den Tempel. Warte, ab. So, dann fangen wir mal an hier. Okay, dann starten wir mal. Wir gehen mal hier. Inside. Okay, jetzt gehen wir hier in die Tempelanlage rein. Schauen wir uns also erst die untere Etage an. Hier so mit Malereien. Ich glaube, die Birne müsste mal gewechselt werden. So, was ist hier noch? Oh, wenn wir gleich mal über rumlaufen. Jetzt laufen wir erstmal hier rum. Schauen uns das hier an. Sauber, leer, das gefällt mir. Wird vorsichtig gefegt. Ah, hallo. Hi. Hallo. Das sieht doch sehr nice aus, ne? Hier so diese schiefen Türen. Da wohl mit Absicht gemacht, ist oben schmaler als unten, weil man das so sehen kann.
interessant. Sehr interessant. Hier der König von Thailand. Der King von Thailand. Okay, jetzt gehen wir hinten nochmal weiter. Und dann gehen wir die Treppen hoch. Schauen uns mal die nächste Etage an. Also das kann ich leider nicht lesen. Oh, ja, macht ja nichts. Gucken wir uns die Decke hier nochmal an. Durch. Jetzt werden wir noch in den nächsten Stock gehen. Es geht hier auch nach unten. Ja. Werde ich auch noch runter gehen, aber jetzt gehe ich erstmal nach oben. Weiß nicht, ob man da unten was sieht oder ob da nur irgendwie technische Sachen sind. Ja, wir gehen aber jetzt hier hoch. Draußen. Schöne Aussicht, ne? Ah, herrlich. Ja, ist das schön. Hier sind Tauben. Die fühlen sich auch wohl. Wo sind sie nicht, ne? Gebetet. Oh, schöner Raum hier. Kronleuchtern. Hier ein ganzes Flowers. Hier wird gerade gebetet. Wenn ich stören, soll ich haben. Sway, ne? Sway macht man. Sway. Very nice. Oh, no problem. You can't say, ne? Also. Very nice, ja. Yeah. Hallo, ja. Schön hier. So, gehen wir mal hier wieder raus. Hier haben wir wieder das Wasser. Wie gesagt, jetzt schauen wir uns den Tempel von innen an. Ist zum Glück wenig los, oder hier ist allgemein ja wenig los. Sorry, die Sonne blendet mich, also egal wo ich hingucke, irgendwie kriege ich hier dauernd die Sonne ab. Ja, wie der Tempel nochmal heißt, werde ich euch unten gleich im Video einblenden. Dann könnt ihr nochmal nachlesen, wie der Tempel heißt. Sehr schön, also sollte man sich ruhig angucken. Es sieht auch noch nicht eben so alt aus. Und man hat auch einen schönen Ausblick, wie ihr sehen könnt, ne? Wasser, auf der anderen Seite auch Berge. Also ist schon schön hier. Gut, ich werde jetzt mit euch hier noch weiter rumlaufen, weil ich schätze mal, da hinten gibt es auch noch was zu sehen. Ich zeige euch nochmal hier von oben, da kann ich leider nicht hoch. Ich versuche es mal, aber ich habe es noch nicht gesehen, wie ich nach oben komme. Doch, müsste eigentlich. Vielleicht finde ich ja noch einen Weg und dann gehen wir noch einen Stockwerk höher. Wäre natürlich schön. Gut, okay dann. Lass uns mal weitergehen. Gut.
schmale Gänge hier. Vielleicht finden wir ja doch noch einen Weg nach oben, irgendeine Treppe. Also das ist wirklich die Aussicht und alles. Das ist toll. Wunderbar. So, nehmen wir mal hier nochmal weiter. Also hier geht es nach unten. Das will ich nicht. Gehen wir mal hier rein. Irgendwo muss es doch einen Weg auch nach oben gehen. So, eigentlich war da ja noch so eine Art Geländer. Ich gebe nicht auf. Ist hier vielleicht was? Überall so kleine Gänge. Echt witzig. Nee, hier ist geschlossen. Alles sauber hier. Hier muss es einen Weg nach oben gehen. Ich glaube, das sieht schlechter aus. Es muss einen Weg nach oben gehen. Ich darf nicht aufgeben. Gehen wir hier nochmal lang. Hier ist kein Weg nach oben. So, dann gehen wir hier noch lang. Auch kein Weg. Es muss aber einen Weg nach oben geben. Kann mir noch keiner erzählen, dass es hier nicht noch eine Treppe nach oben gibt. Hier drin noch mal. Also anscheinend gibt es doch keinen Weg hier nach oben. Oder wie gesagt, hier ist verschlossen, ne? Das kann natürlich sein. Aber hier sind noch ein paar Türen zu. Irgendwo ist da vielleicht ein Weg nach oben gehen würde. Gibt es hier was? Nee. Na gut, okay. Hat sich ja trotzdem gelohnt. Aber anscheinend gibt es hier keinen Weg mehr nach oben oder für mich jedenfalls freigänglichen Weg. Dann kann ich auch nach unten wieder gehen. Ist aber ein schöner Tempel. Wie gesagt, kann ich euch empfehlen. Schaut euch eben ruhig an, wenn ihr schon hier seid. Sollte man sowieso mal machen. Suhei hier. Beautiful. Ach, das? Ah. Okay, ich soll hier lang gehen. Machen wir doch. Ja. Wo es doch eigentlich egal ist, ne? Wo ich die Treppe lang gehe, aber naja, Linksverkehr. So. Aber wir haben noch mal Zeit. So. Jetzt will ich die Treppe mal nach unten gehen. Vielleicht entdecke ich ja einen Schatz da. So. Laufe ich hier noch durch. Da. Da geht's nach unten. Hier steht auch nicht, dass es verboten ist. Gucken wir uns das mal an. Und hier sieht schon so aus wie die Kabellage hier. Dass hier nicht viel zu sehen ist, oder? Okay. Aber es ist einfach nur. Oh. Okay. Hier werden Sachen gelagert. Lampen, Zubehör. So, ausgestellt ist hier nichts. Nee. Ah, hier gibt es wohl Meetings und Meetingsräume. Das wirkt interessant mit den gelben Fenstern.
Hat man hier so gelbes Licht. Stuff only bestimmt hier. So, gucken wir mal hier. Ja. Hier gibt es auch keine Ausgänge, oder? Können wir da mal rauskommen? Mal ganz vorsichtig rausluppen. Sogar auf. Ach, guck mal, kommen wir auf den Tempel. Da überrasche ich die mal, wenn ich auf einmal unten bin. Ja, schneller Ausgang. Gut. Die werden sich bestimmt wundern, weil ich an denen nicht mehr vorbeilaufe, wenn sie bestimmt eine Suchaktion starten. Wo der blöde Verhang ist, der sich verlaufen hat. Ja, super. Gut, da sind meine Schuhe. Okay. Ja, das war's jetzt.